30 Jahre Radierwerkstatt 81. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Vor 30 Jahren, 1981, stellten Kunstschaffende der Radierwerkstatt der Volkshochschule Schwäbisch Hall e.V. zum ersten Mal in Feldberg ihre Werke aus. Daher der Name der Künstlergruppe Radierwerkstatt 81, damals geleitet von dem Kunstdozenten Johannes Seibt. Johannes Seibt konnte den Kurs aus beruflichen Gründen nicht weiterführen und übergab die Leitung an Gerhard Knapp unter Mülheim. Im Laufe der Jahre wurde die Gruppe schnell größer und umfasst aktuell mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler, die sich diesem Kunststil verschrieben haben. Unter der technischen und künstlerischen Anleitung von Gerhard Knapp entstehen dabei herrliche Radierungen in allen Techniken, Materialien und Farben. Radierwerkstatt 81. Happy Birthday! Jahre lang war das ehemalige Mädchengymnasium am Hall unser Domizil, der Platz unserer Werkstatt. 2011, im Jubiläumsjahr, ziehen wir in neue Räume um. Die Volkshochschule verlagert ihren Standort in das neu eröffnete Kocherquartier in der Salinenstraße. Wir freuen uns auf die neuen Räume unter dem Dach und die Möglichkeit, in einem Raum gemeinsam miteinander zu arbeiten.